Moin. Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und du? Ist der Körbe noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Mein Schätzchen, ne? Wie geht's dir, meine Nase? Ach so. Ja, alles klar. Guten Morgen, mein Schätzchen. Also, wenn ihr mal hören wollt, wie sich eine schnurrende Frau anhört, dann habt ihr das gerade gehört, weil der Göttergatte hat jetzt nicht das nur einen Bart und eine Glatze, so, eine beginnende, Entschuldigung, sondern er hat jetzt auch Engelsflügel. Ein Heiligenschein, sag es. Nein, er hat Engelsflügel. Engelsflügel, weil ich bin angeflogen gekommen und habe meiner liebsten Annika Frühstück ans Bett gebracht. Ja. Weil es ihr heute Morgen nicht so gut ging. Das ist dann so, und da muss man sie ein bisschen verwöhnen und dann. Bisschen zufüttern. Also, sie dachte schon, das ist schon mal. Ja, wenn ich so liege, Herr Doktor, geht das ja. Ja, deswegen lassen wir sie liegen. Ja. Die kleine Maus. Lass das Runde im Eckigen, das ist wundervoll. Ja. So. Also trinke ich jetzt hier meinen Fenchel, meinen Fenchel-Tee. Ja, schön Fenchel. Gute und Sache. Knapper ein paar Cracker. Ja. Und dann genau. War das schon. Und dann kriegen wir das schon hin. Ja. Da haben wir ein anstrengendes Thema heute. Naja, dabei wollte ich ja eigentlich. Eigentlich wollte ich mir mein Essen in Zukunft selbst machen. Ja. Und so weiter. Ich wollte mich von dir abnabeln. So, da haben wir das Stichwort. Ja, ich wollte schnell sein und das Wort. Abnabeln. Abnabelung und ja. Trennung. Also. Ja. Vor allen Dingen, weil mir das auch in der Praxis wirklich öfter passiert, von beiden Seiten. Es geht für mich schwerpunktmäßig um die Abnabelung zwischen Eltern und Kindern. Und zwar zwischen Eltern und auch schon durchaus erwachsenen Kindern. Mhm. Ich werde nie vergessen, ich hatte das schon Jahre her, ein älteres Ehepaar. Die kamen zu mir, beide so um die 70, und sagen, sie müssen unbedingt mal einen Rat haben, weil ihre Tochter hat einfach den Kontakt mit denen abgebrochen. Und waren die ganz süß und so verzweifelt. Und sie wissen, dass die Tochter auch schwanger ist und wissen über Bekannte wiederum und dass sie dann also jetzt Oma und Opa werden würden. Aber sämtliche Briefe, sämtliche Telefonate, alles, die Tochter wollte nichts mehr mit denen zu tun haben. Und da hockten die beiden bei mir in der Praxis und haben geweint und wussten nicht, haben keine Ahnung gehabt, warum, wieso, weshalb. Und das gibt es häufiger, als man so denkt. Was hast du denn gemacht? Ich habe mir erstmal natürlich die Geschichte von denen erzählt und da gehe ich wirklich, ich gehe da echt bis hin so, wie war die Geburt, wie waren die ersten Monate, wie waren die ersten Jahre. Und da kam tatsächlich heraus, das sagte die Mutter dann auch, das war schwierig. Es war eine schwierige Geburt. Heute würde man sagen, ja, sie war ein Schreibaby, die Tochter. Sie konnte sich nicht, die Mutter war manchmal verzweifelt, sie konnte die Kleine nicht beruhigen. Es war grauenhaft, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und sie sagte auch nachher, es war immer sie hatte ein schwieriges Temperament, so hat das die Mutter erzählt. Und sie hatte Schwierigkeiten, sie wirklich zu beruhigen, die Mutti. Und nun wissen wir ja, das ist ja auch mit unser und mein Spezialgebiet, die haben eine solch unsichere Bindung gehabt zueinander, die beiden. Unsicher gebunden heißt ja, die Tochter wird schon von klein auf an das Gefühl haben, die Alte versteht mich nicht. Ich kann machen, was ich will. Die schafft es nicht, mir dieses Gefühl von Sicherheit und von Geborgenheit zu geben. Und Mutti war genauso verzweifelt. Es gibt manchmal so Kombinationen, wo es nicht hinhaut. Und das ist für mich schon mit dem Punkt, wo ich weiß, ja, diese schwierige Bindung kann dazu führen, dass nachher, wenn die Tochter erwachsen ist, so innen drin das Gefühl kommt, die haben mich nie verstanden. Ich war auch anscheinend immer nur Ballast für die.
ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich will mein eigenes Leben leben. Mhm. Die sollen mich in Ruhe lassen und das war's. Auf der anderen Seite ist es so, mit fortschreitendem Alter schwindet auch die Möglichkeit, das irgendwann gerade zu rücken. Die Älter werden älter, vielleicht sterben sie, vielleicht werden sie krank, dement irgendwann. Kannst du es dann noch aufwickeln? Also, nee. Oder kannst du dich dann noch darum kümmern? Irgendwann ist der Zug abgefahren. So. Um gar nicht mal, um jetzt die Riesenbindung herzustellen, aber um vielleicht zu verstehen, was passiert ist. So. So ist es. Na? Weil es gab in dem Falle ja kein, wie es das ja auch gibt, kein Vorkommnis wie jetzt Gewalt, Alkoholismus oder Missbrauch oder irgendwas, was jetzt irgendwie das Ganze so richtig schlimm gemacht hat, sondern dieses Reich ist auch richtig schlimm, aber es war nicht mit böser Absicht von keiner Seite. Ja. Also. Es war so. Es gibt manchmal, das ist schlimm. Also Temperament bei Kindern ist tatsächlich genetisch festgelegt. Da kannst du erstmal, da kann keiner was dafür, das ist so. Und es gibt tatsächlich Kinder mit sogenannten schwierigen Temperamenten. Und wenn die auf eine Mutter oder auf einen Vater, also ich rede jetzt, ne, Vater wieder genauso natürlich wie Mütter, die selbst genug vielleicht auch mit sich selbst zu tun haben und einfach dieses Kind nicht verstehen und auch verzweifeln, dann hast du ein Problem. Aber du hast vollkommen recht, dieses, ich will nicht mehr mit dir zu tun haben. Du hast schon gesagt, in dem Moment, wo Gewalt mit dem Spiel ist, ich habe genügend erwachsene Patienten, deren Eltern ein Alkohol- oder ein Drogenproblem gehabt haben. Die leiden unglaublich, auch als Erwachsene nachher drunter. Mhm. Also wenn so etwas im Spiel ist, dann ist ein Kontaktabo vollkommen gerechtfertigt. Und ich würde generell sagen, je schneller, umso besser. Aber aus anderen Gründen, es ist letztendlich nur eine Problemverschiebung. Du wirst deine Eltern, das wissen wir beide, meine sind nun beide tot, aber du wirst deinen Eltern dein Leben lang nie wirklich los. Du wirst immer, auch wenn du sagst, das war so doof, was sie mit mir gemacht haben. Und anderes Beispiel, also neben unserer Bindung, ist Eltern, die sich ständig einmischen in das Leben der Kinder. Wo die Kinder das Gefühl haben, ich muss mich abnabeln. Oder beziehungsweise wahnsinnig. Die Eltern müssen sich abnabeln. So. Weil die nicht verstehen, ich bin jetzt Anfang 30 und die waschen noch, wollen am liebsten noch mal eine Wäsche waschen. Und oder du kommst mit einem Freund an, der ist nie richtig. Ja. Die fragen sich immer noch, wann du mal endlich vernünftig arbeiten willst. Die mischen sich bis in deine Genitalien ein, hätte ich fast gesagt, wann du denn nun endlich mal für Nachwuchs sorgen willst. Es gibt ja wirklich übergreifende Eltern, wo du dann auch nachher als erwachsen werdender Mensch hast, nee, ich habe denen das 1000-mal gesagt, die sollen mich in Ruhe lassen. Ich habe denen das 1000-mal gesagt, das ist mein Leben. Und die schweben, du kennst ja den Begriff Helikoptereltern, die schweben auch wie Helikopter über meinen Kopf, über mein Leben, obwohl ich nun wirklich schon groß bin. Und weil sie es nicht kapieren, um meines Friedens willen, um meines Lebens willen, mache ich jetzt einen Cut. Ja. Dabei habe ich dir doch extra Erbsensuppe gekocht. So. Ich esse keine Erbsensuppe. Du hast aber doch so gerne Erbsen gegessen. Da war ich 3 Monate. Kennst du diese typischen Unterhaltungen? Ich weiß, ja. Oh je. Ne? Oh, Grusel. Echter Grusel. Also das sind so die Fälle. Und es gibt da wirklich genügend Eltern, und das ist mit einem Job, den, wenn die dann zu mir kommen, es kommen natürlich auch Kinder zu mir, je nachdem. Selten habe ich, dass ich Kinder und Eltern zusammen auf der Couch habe. Passierte manchmal super interessant, weil die mich sozusagen wie so ein Mediator, ja, sie wollen mich ja als Schiedsrichter sagen, gleich, wir sind hier nicht vor Gericht, ich bin noch kein Schiedsrichter, sind nicht beim Fußball hier, nix. Sondern ich bin so ein Kommunikationshelfer. Also ich versuche, den anderen klarzumachen, was der jeweils andere jetzt gerade sagen will. Die kapieren zum Teil nicht oder die sind so eingefahren, sie wollen es dann auch nicht verstehen. Oder hören es aus dem falschen Ohr. Auf dem falschen Ohr, ne? Schulz von Thun, auf dem Beziehungsohr gerne mal. Ja, obwohl und nicht auf den Sachohr. Dabei gibt es ja andere Möglichkeiten. Also
wenn ich mir überlege, so, du meinetwegen mit Renate. Mhm. Ihr seid erwachsene Frauen, ihr habt ganz viele ähnliche Interessen. Mhm. Könnt ihr stundenlang über Stoffe, über alles, über Theater, über sonst wie was unterhalten. Also seid ihr euch ja sehr, mhm, sehr ähnlich. Und trotzdem liegt jeder von euch sein eigenes Leben. Mhm. Ne? Du hast mich, Renate hat Jens. Ne? Ja, sowieso. Und verschiedene Freundeskreise und, natürlich. Mhm. Also ich finde das, fand ich ganz normal. Aber ich habe aber auch schon seit vielen, vielen Jahren, rede ich zum Beispiel meine Mutter immer mit dem Vornamen an. Ich weiß, dass manche das ja skurril finden und irgendwie überhaupt nicht gut, mhm, weil sie das in den falschen Hals kriegen. Für mich ist das so, das ist mit sehr viel Respekt verbunden. Ja. Weil ich eben denke, das ist nicht nur meine Mutti. Nein. Das wäre ja schon ein Job, der einen überfordern würde. Mhm. sondern sie ist noch so viel mehr. Mhm. Sie ist ja meine Freundin und sie ist auch gleichzeitig eine völlig eigenständige Frau mit ganz verschiedenen Facetten. Ehefrau, damals, als mein Vater noch lebte. Mhm. Sie hat praktisch ein kleines Geschäftchen sich eröffnet da so für sich und macht und tut und ist so flexibel und hat so viele Facetten. Und ich finde immer, manche, wenn sie das Wort Mutti benutzen, dann oder Mama oder so, dann stellen sie ihre Mütter auf so ein Podest. Und dann darf die aber auch nichts anderes. Also wenn dann der Vater zum Beispiel stirbt und die eines Tages tatsächlich eine neue Beziehung eingeht, dann ist aber, oh Gott, ne, Holland in Not. Mhm. Das darfst du jetzt aber nicht machen. Wieso nicht? Ja, aber da war doch Papa. Jop, Papa ist seit 10 Jahren tot. Mhm. Also, da wird also von den Kindern verlangt, dass die Mutter sich in Sack und Asche hüllt, weil sie ist ja Mutti. Da wird dann nicht gesehen, dass sie eine eigenständige Frau mit eigenständigen Interessen ist. Aber das hat sich bei dir im Laufe der Jahre so entwickelt. Ja, natürlich. Renate war am Anfang Mutti, natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Als ich Kind war, natürlich war das Mutti. Interessant, ne? Und aus der Mutti wurde, je älter du wurdest, wurde dann irgendwann mal Renate. Wann genau du da mit Renate angefangen hast, weißt du nicht mehr, ne? Nee, aber das, ich weiß es nicht, das war denn so... Ich glaube, da war ich so um die 20 rum, als ich das dann so verstanden habe, langsam, wie ich mir das so vorstelle. Dass und wie hat Renate darauf reagiert? War sie irritiert? Oder? Nein, weil ich habe es ihr ja erklärt. Hm. Ich habe ihr erklärt, wie ich das sehe. Und meine Schwester hat das nie gemacht. Hm. Das ist heute noch Mutti. Für Henrique ist es, ja. Hm. Aber ihr bewegt euch jetzt auch wirklich auf Augenhöhe. Ne? Hm. Ihr seid erwachsene Frauen und ich weiß, wenn Renate ein Problem hat, dann würde sie auch eher zu dir kommen und vielleicht umgekehrt auch. Es ist auf einer Erwachsenenebene. Da ist nicht mehr dieses Mutti und die kleine Annika und. Nee, das hat sich lange das Wort. Und was Renate natürlich hervorragend gemacht hat, immer. Sie hat ihre eigenen Hobbys gepflegt, sie hat ihre eigenen Freundschaften gepflegt. Sie geht immer noch zwischendurch noch jobben, noch arbeiten. Also sie ist immer darauf bedacht gewesen, eine eigenständige Frau zu sein. Mhm. Und sie hat ja nie mit euch, mit dir oder mit deiner Schwester, hat sie ja nie so ein Secondhand-Life gemacht, dass sie mit euch mitgelebt hat. Nee, überhaupt nicht. Die ist nämlich auch so ein bisschen wie du, die braucht ihre Zeit für sich. Die wird, glaube ich, ganz wuschig, wenn sie ständig vereinnahmen wird von anderen. Ja, das macht sie genauso wenig, wie ich das mache. Mhm. Ja, und sie braucht auch ihre Zeit für sich, brauchte sie auch früher immer. Das war wichtig. Mhm. Ne? Obwohl sie viel ja mit uns zusammen gemacht hat. Also, aber es war klar, dass sie dann das mit uns extra zusammen gemacht hat. Also wenn sie für unseren Ballettunterricht oder für die Aufführung, die wir hatten, Kostüme gebastelt hat oder Fasching oder keine Ahnung was. Mhm. Da war sie ja äußerst kreativ. Was haben wir für einen Spaß gehabt? Mhm. Was hat sie sich alles einfallen lassen? Also Unglaubliches. Mhm. Ich glaube, vieles von dieser Kreativität, die ich heute habe, habe ich auch aus dieser Zeit, die eben, da hatte sie auch keine Schere im Kopf, sondern das war eben alles möglich. Es war bloß eine Frage, wie man es hinkriegt. Ja. Und dann wurde aber improvisiert und wie nichts Gutes. Das war schon sehr lustig. Hm.
Als Pippi Langstrumpf. Ja. Also, ach, fast und nicht gesehen. Was für ein Unfug. Und sie hat dich immer begleitet, das weiß ich auch. Also, ne, zu deinen Aufführungen im Ballett und so war sie immer dabei. Ohne, dass sie die typische Ballettmutti war. Also, das muss man dazu nicht diese, sondern das hat mir Spaß gemacht und dann war gut, aber sie hat mich nicht gepusht oder jetzt müsste ich jetzt auf einmal keine Ahnung was werden. Aber du bekamst Anerkennung. Renate bei mir genauso, also im Gegensatz zu meinen Eltern, also zu meiner Mutter, die bis zum Schluss nicht so richtig verstanden habe, was treibe ich da jetzt überhaupt? Ja. Was mache ich da jetzt überhaupt als Psychologe? Und dann spiele ich auch noch Theater und stehe auf der Bühne, das war ja ganz fremd. Dass ihr Sohn plötzlich da auf der Bühne die Sau rauslässt und so laut ist, weiß ich noch, ne? Bei einer Premiere. Und du warst aber ganz schön laut, Michael. Ja, ist so auch im Theater. Besser ist, damit man dich versteht, ne? So. Das ist auch so eine Sache. Also im Vergleich zu, wenn ich das mal so vergleiche, ihr hattet eine andere Art der Kommunikation. Ja, natürlich. Als ich mit meinen Eltern. Und na, nun ist meine Eltern sind ein bisschen älter als deine. Das heißt, es war noch die Ende-Kriegsgeneration, Anfang-Nachkriegsgeneration. Mein Vater, ein typischer Soldat gewesen zur Nazi-Zeit. Das heißt, Gefühlslosigkeit. Das heißt, nicht über Gefühle auch kommunizieren, reden, in den Arm nehmen, schwierig. So diese Nummer, ne? Bei meiner Mutter auch, du kennst sie ja, ne? Auch Mäuschen. Ja, auch Mäuschen. Nein, jetzt mal nur so im Vergleich. Und ich habe mich sehr früh abgenabelt. Also mein Vater ist gestorben, als ich da war, 16. Und da bekam ich so eine Haltwaisenrente und hatte immer schon damals als Schüler schon Jobs nebenbei. Meine Mutter hat mir auch noch so ein bisschen was dazugegeben und dann bin ich mit 16, 17 zusammen mit einem Freund, mit Nancy, habe ich mir eine Zweier-WG mit einer ganz billigen Wohnung, aber ich war dann schon mal draußen. Haben wir also da schon abgenabelt. Richtig, ja. Und das war gut. Das war, aber vielleicht lag es einfach auch an der ganzen Situation so. Das ergab sich halt einfach so, ne? Ja, die Wohnung, die wir nachher hatten, die war zu klein für meine Mutter und mich, denn eben meine Brüder, die waren sowieso schon draußen. Und das war klar, das war nur eine Interimslösung. Ne? Also meine Mutter musste auf der Couch schlafen, irgendwie im Wohnzimmer. Und ich hatte dann ein kleines Zimmer. Und dann war klar, also ich musste und wollte auch ziemlich schnell raus. Das heißt, diese Abnabelung war dann sehr schnell. Also räumlich sowieso, emotional eigentlich auch. Also das ging. Und ich kann im Nachhinein auch nicht sagen, oh Gott, also die haben sich jetzt ganz fürchterlich in mein Leben eingemischt oder so, nee. Hat deine Mutter doch nie gemacht. Nee, meine Mutter war eher, das musst du wissen. Ja, genau, das musst du doch wissen, Mensch. Ja, so. Ja. Aber es gibt eben genügend Erwachsene, die sagen, oh, wirklich, Anerkennung, Fehlanzeige, nicht gemeckert, schon gelobt, so dieser Schnack, auch in der Erziehung. Und ich kann nichts recht machen. Es wird alles kritisiert. Und ich will das nicht mehr. Also es erdrückt mich geradezu. Wie wäre denn ein idealer Abnabelungsprozess? Würde ich dir sagen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel als erstes Eltern und Kinder. Also generell, wirklich tiefste Überzeugung von mir. Job von Eltern ist es, ihre Kinder irgendwann ans Leben zu entlassen, mit dem Handwerkzeug, was man als Eltern denen so mitgeben kann. Das heißt, diese Erziehung zur Selbstständigkeit heißt auch, ich traue dir das Leben zu, ich werde aber immer mehr deine Beraterin oder dein Berater, ich stehe im Hintergrund und wichtig, bin dann da für dich als sicherer Hafen, aber nachher auch, wenn du mich fragst. Oder natürlich, wenn ich merke, dir geht es nicht gut und ich mache mir Sorgen dann auch. Aber vor allen Dingen, ich bin dann wirklich wie ein Berater, wie ein Coach meinetwegen und stehe da und helfe dir auch, wann immer du in Not kommst. So. Und ich gebe mein Eigenleben nicht auf. Das heißt, du wirst auch von mir als deine Mutter oder Vater öfter mal hören, du, ich habe keine Zeit, weil ich treffe mich mit Freunden oder ich gehe Tennis spielen oder ich habe keine Ahnung.
Ich mach mein Eigenleben weiter. Ich mache mich irgendwann auch überflüssig. Und dann kommt so eine Abnabelung, die so natürlich ist. Weil das Kind so mit diesem Gefühl, die trauen mir das Leben zu, ich kann aber den sicheren Hafen wieder aufsuchen. Das hat dann auch das Gefühl, die Welt ist offen für mich. Und es macht Spaß, aneinander zu leben. Und ich greife auch an den Herausforderungen. Und ich habe auch das Rüstzeug mitbekommen, das hinzukriegen. Und wenn ich auf die Nase falle, dann hilft mir schon irgendjemand. Auch meine Eltern. Ich weiß von meinem einen Bruder, dass die Söhne manchmal, naja, die sind dann ausgezogen, je nach Freundin. Und dann ging das mit der Beziehung dann vielleicht um an die Brüche und schwupp hat mein Bruder dann die Jungs wieder bei sich gehabt, mehr oder weniger. Und so ging es immer so hin und her. Aber es ist okay. Ne? Und die helfen sich jetzt immer noch gegenseitig. Jetzt geht es meinem Bruder nicht so gut. Da sind seine Söhne dann für ihn da. Also das finde ich so ein Geben und Nehmen dann letztendlich auch. Finde ich ganz schön. Also nochmal, Abnabelung bedeutet nicht so, ich schmeiße dich jetzt vor die Tür, sondern sukzessive, fast unmerklich. Und dann wird aus, ich mache deine Wäsche, ich putz und koch, wird dann eine Art Wohngemeinschaft nach dem Motto, du kannst auch mal was einkaufen, du kannst auch mal gucken. Und du kannst vielleicht sogar schon Auto fahren, du willst auch eine Waschmaschine bedienen können. So. Und dann ist es so undramatisch. Und dann freuen sich die Eltern auch, wenn sie sehen, guck mal, die sind gut geraten. Ne? Die haben vielleicht auch eine tolle Freundin und einen tollen Freund. Die haben einen schönen Job, die sind glücklich. Und das ist ja wohl das Wichtigste. Jo, die sind, egal was sie machen, mir ist wichtig, dass du glücklich bist. Und auch die Kinder in die Richtung hin unterstützen, dass sie glücklich werden mit dem Partner, den sie wollen, mit dem Familienstand, den sie wollen, mit dem Beruf, den sie wollen. Ja. Ne? Ja. Denn das hat ja viele Kinder auch schon unglücklich gemacht, wenn die Eltern an diese Erwartungen stellen. Ne? Du sollst den gleichen Job wie dein Vater kriegen, du musst also auch Herzchirurg werden. Also, oder dass Eltern sich nicht an Grenzen halten. Mhm. Also wenn man wirklich sagt, das weiß ich noch, da mein Kumpel damals, das ist echt schon ewig her, dessen Mutter war, das war schon eher eine Helikoptermutter und die konnte es kaum ertragen, dass ihr Sohn denn da so alleine und dann mit mir und ich hatte damals so ein Image, ich war echt harmlos. Aber ich hatte eben lange Haare und einen langen Bart schon und ich weiß nicht was, dass ich ja so ein ganz Wüster bin. Ein ganz schlimmer Vogel. Also echt nie, ne? Da war es genau umgekehrt. Mein Kumpel war eher, ja, das stimmt, ich war der Harmlose. Ich sah bloß ein bisschen... Wo hast du das Image hier gehabt? Ich weiß es auch nicht. Ich sah eben halt ein bisschen so... Alter, sonst das andere. Du hattest ja, auch noch so ein Ledermantel. So ich war dann auch mal auf dieser und jener Demo, wo man heute sagen würde, oh. und war sehr politisch engagiert, so in ach bestimmten Gott, Richtungen. Na, egal. Und die tauchte plötzlich bei uns in der Wohnung auf und fing an, sauber zu machen. Okay, war vielleicht auch mal notwendig. So. Ihr beiden Sifflappen da. Cool. Ist lange her, ist schon verjährt. Aber es gibt wirklich Eltern, die sind grenzüberschreitend. Da kannst du tausendmal sagen, du hast unseren Schlüssel, aber bitte, also komm nicht Altenastag an oder ruf vorher an, bevor du kommst oder wie auch immer. Die wollen es nicht hören, die können es nicht hören. Na, es ist am auch Telefon lieb gemeint. Also, ja, aber lieb gemeint ist immer lieb getan. Die am Telefon immer wie eine Prüfungssituation. Na, wie ist es denn? Und hast du jetzt? Und wie ist es denn mit deinem Freund? Und hat er jetzt endlich? Also wirklich wie ein Verhör. Und dann sagen auch da Kinder, erwachsene Kinder, das geht nicht mehr. Und spätestens, wenn dann noch Enkelkinder unterwegs sind, wo du dann sagst, nein, ich gebe dir auch unseren Kleinen nicht mehr, weil der wird mit dir vollgeschoben mit Schokolade, der kotzt nachher nur noch im Auto. Das geht nicht. Du hältst dich nicht an Verabredung. Also da geht geht die Abnabelung vielleicht in der ersten Generation noch halbwegs, aber dann in der zweiten, also bei den Enkelkindern, sieht das dann etwas mühselig aus. Da ist der Abnabelungsprozess dann
findet dann gar nicht statt, weil da kann man dann ja wieder richtig zudreschen. Da kannst du und dann verwöhnen, wieder, ne? Genau. Wie ist denn das jetzt aber so mit Abnabelungsprozessen? Zum Beispiel zwischen ehemals Liebenden. Mhm. Also der, ne? Sich endlich, du weißt ganz genau, dieser Mann, diese Frau tut dir überhaupt nicht gut. Du hast wirklich, bis oben hinten geht es nicht mehr. Du hast ja schon drüber diskutiert und so weiter, ist auch alles schon so ein bisschen nicht mehr so lecker und trotzdem schaffst du es nicht, dich abzunabeln. Du schaffst es nicht, weiter in Richtung Trennung, auch in deinem Kopf zu gehen. Mhm. Du hältst einfach fest, du hast immer noch das Prinzip Hoffnung, ja. Obwohl du weißt, das ist Quatsch und dein Partner ist schon längst irgendwie mit jemand anderem beschäftigt und hat schon längst andere Frau, einen Freund, schon längst betrügt dich schon seit Anno Dunemals schon längst offen und trotzdem schaffst du es nicht. Das ist da, was geht da verkehrt? Warum können wir uns manchmal von bestimmten Dingen nicht abnabeln, nicht trennen? Warum können wir diese Dinge nicht trennen? Also das, was ich erlebe in der Beratung, denn da steckt ganz viel Angst. Angst, alleine zu sein. Ah ja. Weil auch wenn der mir nicht gut oder die mir nicht gut bekommt. Es gibt auch Menschen, wie soll ich sagen, da füllt dieser Typ oder diese Frau, die ihn nicht gut bekommt, füllt aber trotzdem dein ganzes Leben aus. Ja. Also die denken ständig dran. Und die müssen dem ständig irgendwie Entschuldigung den Arsch retten, weil wieder ein Problem da ist. Und die sind, also... Sind auch der Mittelpunkt, wenn sie die Freunde anrufen und wisst ihr, was er jetzt gemacht hat. Alles, also du kannst wirklich, also dein... Es gibt Frauen, besonders Frauen, mehr noch als Männer, zwar? Die... Ruhe. Die sieht deine Lebensaufgabe geradezu darin, diesen Menschen, der nicht gut bekommt, zu retten. Also die sagen, ich kenne ja seinen wahren Kern. Die sagen, ich weiß ja, wie er wirklich ist. Wenn er mal spielt, wenn er mal säuft, wenn er mich vielleicht auch mal schlägt. Ne? Obacht, wenn er mich mal schlägt, er schlägt nicht normal, der schlägt öfter. Dann bin ich es ja derjenige, der es auch provoziert hat. Da kommen wir zum Thema Co-Abhängigkeit, da kommen wir zu all diesen Abgründen. Und dort, also da jetzt ganz klar, ne, wer in der Partnerschaft geschlagen wird, da gibt es keinen Grund für. Es gibt keinen Grund, geschlagen zu werden, never ever. Der holt sich Hilfe, der zieht vorübergehend aus, der tut sich das nicht an. Also das nur mal so nebenbei. So. Aber es geht eben überwiegend, sind es Frauen, die dann auch sagen, nee, aber ich kann den doch nicht alleine lassen. Richtig. Der kommt doch vor die Räder. Der geht vor die Hunde. Das ist ja auch das Problem, was so Frauenhäuser haben. Dass die Frauen sind dann mühselig dahin und dann tut der eine oder andere nichts weit, als sich wieder zurückzubewegen, wenn derjenige auftaucht oder Kontakt dann irgendwo über Verwandte sucht. Es tut mir alles so leid. Und das wollte ich doch gar nicht. Und das ist eigentlich auch gar nicht meine Art. Nein, und ich kenne ihn doch. Und dann ist er auch immer ganz lieb und ganz nett und so. Ja, ja. Und dann hast du bloß nachher so eine Gewaltspirale, dass zwischen der ist doch ganz lieb und der haut wieder zu, sind die Abstände nachher immer kürzer. Ja. Und aber auch die Intensität der Gewalt nimmt ja zu. Ja. Aber das ist schon wieder, das ist komplex, weil da geht es oftmals darum, wie bist du selbst als Kind aufgewachsen? Nicht selten hast du Gewalt auch schon erfahren. Ja, das stimmt, das wollte ich jetzt gar nicht. Sowas, aber so. Aber dieser Abspaltungsprozess, genau. Dass der so irre schwierig ist, auch von Freunden, die einem nicht gut bekommen. Ja, auch das. Dass man sagt, ja, aber die sind doch irgendwie, sind die doch nett, oder? Gehören doch zu mir. Ja, und wir haben so viele schöne Jahre gehabt zusammen, jetzt kann man doch nicht einfach, nur weil es jetzt schwierig wird. Nein, man soll auch nicht einfach, und es wird auch nicht einfach ein bisschen schwierig, sondern man muss sich ab und zu einfach auch mal klar machen, dass man sich selber verändert und dass der andere sich vielleicht aber auch verändert. Genau. Und dass es dann einfach nicht mehr zusammenpasst. So.
dass es mir weh tut, als dass es gut tut. So, und spätestens dann ist es dann, übrigens nochmal, gilt für alle Trennungen in der, oder Abnabelung. Wenn das so, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn Kinder dann wirklich relativ schnell auch sagen, nein, Kontaktsperre, ich will nicht mehr. Ich kenne kein Kind, was das gemacht hat, was es einfach mal so bei Lust, mit Lust und Laune zwischen Tür und Angel entschieden hat. Da geht ganz viel voran. Da geht ganz viel Warnsignale gehen da voran. Da geht ganz viel Überlegung. Ganz viel, wenn das so weitergeht, ich hau ab und so weiter, was überhört wird. Also ganz ehrlich, ne? Also weil viele Eltern sagen, Mann, ich weiß gar nicht warum. Plötzlich will er nichts mehr und beantwortet meine Briefe nicht mehr und will nichts mehr. Nein, Leute, wenn ich da nachforsche bei den Eltern, dann liegen dann aber schon die Stapel. Da sind solche Alarmsignale, ja. Also so viele rote Lampen kannst du gar nicht sehen. Aber sie wollen es dann auch nicht. Sie wollen es nicht sehen. Mhm. Also, Abnabelung gehört zum Leben dazu. Absolut selbstständig werden. Auch mal andere Wege gehen. Auch mal eher Wege gehen, die Eltern oder die Freunde vielleicht nicht gut finden, dann wieder zurückkommen vielleicht. Mhm. Das ist hin und her. Das ist auch noch so eine Hoffnung. Also Menschen entwickeln sich. Und selbst wenn mal zwischendurch die Tür zugemacht wird, von welcher Seite auch immer, kann sie aus irgendeinem Grunde irgendwann auch mal wieder aufgehen, weil vielleicht tatsächlich Enkelkinder da sind und die Enkelkinder fragen dann nach Oma und Opa. Ja, natürlich. Oder man hat sich das irgendwann überlegt und sagt, also ich bin irgendwie auch ein harter Knochen gewesen. Ja. Tut mir leid, also lass uns da jetzt erstmal nochmal drüber sprechen. Genau. Wie kam es eigentlich zu diesem Zerwürfnis? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was haben wir da nicht gemacht? Ja. Das ist ja auch mal richtig und über den eigenen Schatten springen. Und wenn ich dann feststelle, die alten Mechanismen sind alle wieder da, dann ist es das gewesen. Okay, dann mache ich auch mal dicht. Aber trotzdem glaube ich, bei jedem Abnabelungsprozess, dass man immer mal wieder, auch später, immer noch mal wieder revidieren muss, ob das immer noch so gilt. Ob sich die beiden Seiten nicht kolossal verändert haben. Ja. Ne? Ob ich nicht vielleicht heute eine ganz andere Person bin, die Dinge auch anders sehe, heute vielleicht mit einem anderen Gefühl daran gehen würde, sodass ich vielleicht nochmal wieder einen Versuch starte. Also nichts an so einem Abnabelungsprozess ist ja in Stein gemeißelt, sondern er gilt eigentlich für den Moment. Mhm. In dem Moment geht das einfach nicht. In der Lebensphase geht das nicht. Mhm. Schön wäre es natürlich, wenn wirklich Eltern auch mit therapeutischer Hilfe begreifen, oh ja, da haben wir wirklich Mist gebaut. Jetzt verstehen wir auch, warum das so gekommen ist. Dann wäre es ein Traum, wenn die Größe hätten, wenn sie es nochmal zum Kontakt kommen, dass sie sich ehrlich entschuldigen. Ja. Dass sie wirklich sagen, du, auch jetzt mit der Thiel hat gesagt oder die Doscher hat gesagt so und so und die haben recht gehabt, wir haben da Mist gebaut. Und das tut uns echt fürchterlich leid. Aber wir haben damals gedacht so und so. Und das wäre noch gedacht, toll, ne? Ja, das wäre toll. Und ich gehe optimistischerweise immer davon aus, dass die meisten Eltern wirklich versuchen, das Beste zu geben, was sie geben können in der Erziehung. Es sei denn, die sind eben selbst krank oder abhängig oder sonst wie. Aber die meisten Eltern geben das Beste, was sie geben können. Und manchmal ist es dann vielleicht nicht genug oder nicht das Richtige. Gut. Aber dafür sind wir halt Menschen, dass wir dann auch Mist bauen. Das tun wir. Und Eltern sind nicht unfehlbar. Also das muss man auch mal hinstellen. Das ist es ja, wenn man immer so... Das war es eigentlich auch, was ich so gedacht habe. Dieses so Mutti, ne? Mutti ist unfehlbar. Nee, Mutti ist nicht unfehlbar. Nee. Papa auch nicht. Nee. Aber Kinder auch nicht. Nee. Wir machen alle mal irgendwie Murks. Ja. Und, ne? Und das wäre schön, wenn sich dann, wenn der Abbruch vielleicht mal da war, die Trennung da war. Du wirst älter als Kind, die Eltern werden auch älter und vielleicht auch ein bisschen reflektierter noch, dass man sich dann nochmal wieder zusammentrifft, vielleicht auch mit Hilfe eines Dritten. Muss nicht ein Psychologe sein, kann auch ein guter Freund sein oder ein Verwandter sein. Ja. Seelsorge oder Familienberatung oder So. Oder sowas. Und dann nochmal gucken, weil weißt du, wir haben jetzt uns nur dieses eine Leben, ne? Und wenn die Eltern irgendwann nicht mehr da sind, was du am Anfang gesagt hast, dann kannst du nicht mehr fragen. Nein. Dann kannst du auch dich nicht mehr entschuldigen oder erklären. Dann ist vorbei.
Und dafür ist das Leben zu schade. Und es hat sich ja auch schon vieles geändert. Guck mal, in unserer Generation war es ja eigentlich für unsere Eltern relativ schwierig, so etwas im Nachhinein noch zu klären oder sowas. Weil man war es nicht gewohnt. Man hat nicht über Gefühle, nee, über Emotionen, über Veränderungen, nee, Abnabelungsprozesse gesprochen. Ja. Für heutige Generationen ist das ja nicht so unüblich. Also kein Mensch spricht zusammen, wenn er über Gefühle spricht, sondern das ist eher eine Normalität. Nee. Oder wenn man sagt, ich hole mir Hilfe beim Psychologen. Ja. Oh Gott, also meine Eltern, oh Gott, ich bin doch nicht verrückt, was soll das sein? Und in unserer Generation und die, die noch ein bisschen jünger sind als wir, für die ist das kein Makel, im Gegenteil. Ich lasse mich dann coachen. Ja, hört ja, und sich das schöner ist doch an, als dasselbe in Grün. Ja, aber ist das eine tolle Idee, wenn ich ein paar Fragen habe, die mal loszuwerden an jemanden Kompetenten, der das denn auch gleichzeitig in meinem Leben dann macht und mit dem ich direkt über ein paar Lebenssituationen reden kann. Ja. Und das tun ja immer mehr Leute, Gott sei Dank, denen das klar ist, wie das hilft. Denn ja, weißt du, für alles Mögliche werden Fachleute rangezogen, bis hin zur Wohnungseinrichtung und ich weiß nicht was. Und ausgerechnet bei dem Wichtigsten, was uns betrifft, bei unserem Gefühlsleben, bei unserem eigenen Leben, bei unserer Gedankenwelt, da tun wir so, als ob wir irgendwie keine Hilfe bräuchten. Das ist doch bescheuert. Als der komplizierteste Gebiet. Da muss man sogar studieren, für, um da klarzukommen. Mensch. Ja. Interessant ist es eigentlich, wieso wir eigentlich auf dieses Thema heute gekommen sind. Und zwar hattest du eine Radioanfrage, glaube ich, oder Interviewanfrage. Für eine Zeitung, genau. Ja, oder so. Und das Thema war eigentlich, wie trenne ich mich am besten, ne, von meinen Eltern? Ja, so in der Richtung, aber eigentlich mehr in die Richtung, wie schlimm es, wie sehr Eltern leiden, wenn sie eben von sich, von ihren Kindern oder wenn die Kinder plötzlich die Tür zu machen und sagen, ja, so, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, genau. Gut, und daraufhin in der Folge haben wir uns nämlich drüber unterhalten, über die verschiedenen Aspekte und haben gedacht, Mensch, das ist ja auch ein interessantes Thema. Ja. Früher oder später betrifft es jeden von uns. Wir müssen uns irgendwie von der Umgebung, die wir als Kind hatten, mussten wir uns irgendwie abnabeln, ob das jetzt, egal wo wir aufgewachsen sind, und wir müssen rüberschwenken in die Jugendlichen und dann in die Erwachsenenjahre. Und das ist gar nicht so einfach, diese Abnabelung, dieses langsam Erwachsenwerden, was nehme ich mit, welche Person nehme ich mit, das ist schwierig, es ist gar nicht so einfach. Dass man mal so eben, oh, halali, und jetzt sind wir erwachsen. Nein. Wir sehen uns auch als Erwachsene immer wieder noch zurück nach der Aufmerksamkeit, nach dem Lob der Eltern. Ja. Darum ist das so wichtig, wenn Eltern an bestimmten Tagen dabei sind. Was weiß ich, beim Abschluss, Schulabschlüssen, Uniabschluss. Beim ersten Auftritt. Beim ersten Auftritt von irgendwas. Ja, natürlich. Ja, klar. Ne? Oder dann, wenn du deinen Gesellenbrief hast oder all diese Dinge, das, oder bei der Hochzeit. Also das ist wichtig. Das ist wichtig, dass du deine Eltern irgendwie dabei hast, die dann auch an dem Tag dann auch erzählen, wie es vielleicht bei denen war. Und das sind ja sehr emotionale Momente. Es sind unsere Wurzeln, ne? Ja. Und das ist die längste Beziehung, die wir in unserem Leben eigentlich haben. Und das ist auch eine Beziehung, die gewiss du. Die ist einzigartig, die gibt es so nicht nochmal. Du kannst Beziehungen zu anderen Menschen, zu Freunden, zu Partnern haben, ja. Das kannst du dann auch ein paar Mal probieren. Deine Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist einmalig. Und nochmal, die längste und erste Beziehung, die du hast, und die zu kappen und da zu sagen, ich will nicht mehr, bis du so weit bist, Das ist schon harter Tobak und für beide Seiten, das ist nicht, deswegen reden wir drüber, deswegen habe ich auch durchaus immer wieder Klienten, die genau damit zu tun haben, mit dem Punkt und die dann auch ein Stück weit von mir auch Rückendeckung haben wollen, mache ich das richtig, es ist okay. Ja. Aber dann versteht man eigentlich auch so ein bisschen, wie schwierig das auch für Kinder ist, die das jetzt nicht haben. Ja. Die jetzt bei Adoptiveltern oder im Heim oder sonst wo aufgewachsen sind. Ja. Denen dieser direkte Bezugspunkt fehlt,
Das heißt, sie müssen gar nicht erst diesen Abnabelungsprozess in dem Sinne von so nah irgendwie nachempfinden, sondern der fehlt geradezu. Ne? Die fühlen sich, wie soll ich sagen, amputiert. Also die fühlen sich unvollständig. Mhm. Und immer die Fantasie, warum haben die mich weggegeben? Warum auch bei Scheidungskindern auch zum Teil? Ne? Ja, warum haben die sich getrennt? Kinder geben sich ja leider Gottes immer selbst eher die Schuld, was ich ganz schlimm finde. Aber das stimmt. Also dieses so, man ist irgendwie ein Makel. Das ist wie so ein Makel. Mhm. Und da fehlt es, das Trennen praktisch. Mhm. Weil auch der Gegenschluss, also da fehlt auch die Nähe. Also es fehlt alles da. Ja. Und natürlich findet ein Abnabelungsprozess statt von den Personen, bei denen man aufgewachsen ist und so natürlich. Mhm. Und da, wo es richtig gut geklappt hat, da sind es ja auch dann die Eltern. Ja. Das sind die Eltern geworden und da findet dann ein anderer Abnabelungsprozess statt und so. Mhm. Alles gut, aber trotzdem ein irgendwas bleibt da, da zurück. Das ist, naja, also auf jeden Fall dieses ganze auf etwas verzichten, sich von etwas verabschieden, einen neuen Schritt gehen, zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter, mehr will ich davon nicht. Und ich muss jetzt auf eigenen Beinen stehen. Das ist es ja meistens. Also wir nabeln uns ja eigentlich ab, weil wir unabhängig sein wollen. Wir wollen diese Beeinflussung, die wir bis jetzt gehabt haben, nicht mehr haben. Richtig. Wir wollen nicht mehr, dass wir gesagt bekommen, wie wir irgendwas zu machen haben, wann wir zu essen haben, wie wir Entscheidungen treffen. Ja, genau. Sondern wir wollen die selbst treffen, wir wollen selbst für uns verantwortlich sein. Genau. Und das ist meistens die Motivation, in der Abnabelung weiterzugehen und nicht da hocken zu bleiben. Ich meine, natürlich ist das angenehm. Ne? So, Mutti kocht weiter, Mutti macht auch die Wäsche. Du kannst bis 10 schlafen und dann kannst du mal entspannt irgendwie so, keine Ahnung, Schweine im Weltall spielen oder sowas. Ja, genau. Das ist doch ein Traum. Aber nein. Aber eigentlich sagst du dann irgendwann auch mal, also, da fehlt doch noch was. Es gibt doch, das ist so eins meiner Lieblingsgedichte von Hermann Hesse, ne, Stufen. Mhm. Und er sagt dann so ungefähr, also wir müssen in jedem Alter, müssen wir uns irgendwie weiterentwickeln. Wir müssen Stufe für Stufe uns weiterentwickeln. Und wir müssen auch immer wieder, das sagt er so, bereit zum Abschied sein und zum Neubeginn. Ne? Und dann kommt dieser schöne Satz, den kennen die meisten. Und jedem Anfang wurde ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Mhm. Deswegen diesen Mut auch zu haben, zu sagen, ich beginne jetzt auch vielleicht ein neues Leben oder ich mache jetzt einen Cut und starte auch ohne meine Eltern nochmal durch. Das ist ja, oder irgendeine Rückendecke ohne den Partner, der uns immer alles abgenommen hat. Nein, das mache ich jetzt selbst. Ja. Und der letzte Satz eben von seinem Gedicht ist dann, hol anderen Herz dem Abschied und gesunde. Manchmal ist so ein Abschied auch wirklich wichtig, um gesund zu werden. Ja, und das ist eben ein Anfang. So. Ne? Nicht jeder Abschied ist einfach nur traurig, sondern es ist eben oftmals auch eben ein Anfang. Genau. Ach, das war so schön poetisch, ne? Zum Abschluss? Ja. Ja, mein Kleiner. Wie geht's dir denn jetzt so? Ach, schön. Schön warm, kuschelig. Ja, ich mampfe so meine Weintrauben. Ja, okay. Also ich finde das Thema, ich finde es spannend. Alle mal. Wenn ihr dazu Erfahrungen habt, wenn ihr mutig seid und uns dazu was schreiben wollt, gerne. Also wir haben uns ja auch so ein bisschen geöffnet von unserer Familie her. Erzählt uns was. Wie ging es bei euch? Mit Abschied nehmen. Genau. Mit Trennung, mit Abkapseln, mit Mit Abnabelung. Abnabelung, ne? Jo. So. Ja, schwierige Angelegenheit, aber müssen wir alle durch, irgendwann früher oder später. Und bei manchen klappt das ganz prima. Und
Die Verbindungen sind ein Leben lang und eigentlich auch gut. Und bei anderen geht das eigentlich frontal in die Grütze. Das hast du so feinsinnig. Ja, so absolut feinsinnig hier. So, also, in dem Sinne, schönen Sonntag. Ja, und einen guten Start in die neue Woche, ihr Lieben. Jo. Und seid uns wohlgesonnen. Mhm. Macht all diese Dinge, die Menschen machen, wenn sie im Internet unterwegs sind. Na. Ich habe keine Ahnung von. Bewertet uns und wie das alles heißt. Ach so, ja, wichtig. Ne? Empfiehlt uns weiter, das ist schön. Ja, liked uns. Genau. Und ja, all diese Dinge und eben. Wenn das Interview, was ich da gegeben habe, weil das online ist, dann schicke ich euch den Link dazu. Das ne? Mach mal, ja. Ne? Okay, ihr Süßen. Ihr macht es gut und bis spätestens nächsten Sonntag. Ne? Ja, bis spätestens nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt. Ne? Psychologen. Psychologen zum Frühstück. Zum Frühstück. Ja, guten Appetit. So, bis dann. Okay, tschüss, bis dann. Tschüss.